Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier stehen geblieben auf der Route neben Lavandia. Und werden sie jetzt abschließen. Wie funktioniert der Magnetzug? Gar nicht. Denn wir müssen erstmal noch zum Kraftwerk, um ihn zum Laufen zu bringen. Und das werden wir ein andermal machen. Vielleicht die nächste Folge, übernächste Folge. Ich schau mal. Aber diese Folge werden wir es nicht machen. Höchstwahrscheinlich nicht. So, aber was wir machen werden, ist dieses Slimer erstmal kaputt beißen. Bis es down geht. Oder Spukball? Macht das mehr Damage? Ah, das macht mehr Damage. Okay. Das ist gut zu wissen. Schön, dass er nichts machen kann. So, ich kratze ihn weg. Spare schön AP für die anderen Attacken. Und dann ist er auch schon dead. So, und ich kann euch sagen, wir werden heute eventuell einen Norden bekommen. Je nachdem, ob es halt gut läuft oder nicht. Ich weiß halt nicht, wie lange diese Route nochmal war. Ich weiß nur, dass wir aus Versehen schon einen Biker hier gemacht haben. Als wir hier noch gar nicht lang wollten. Also ich noch hier lang fahren wollte. Ich bin da gar nicht mit. Ja, ich bin weird. Wie auch immer. Pfund. Kleiner Fun Fact. Der Pfund ist immer noch eine falsche Übersetzung. In Gen 8, glaube ich, war das. Haben die es dann endlich mal umbenannt, zu was es eigentlich sein sollte. Ich möchte nur den Magnetzug sehen. Die Kraft von Magneten ist beeindruckend. Aber was, da kein Magnetino? Ach, übrigens, hier drüben gibt es eigentlich nur Gras mit Pokémon. Also, die Zerstörerbeutel sind nur dafür da. So, und ja, hier kann man vor denen fliehen, um an die rüber zu kommen. Aber wir fliehen nicht vor denen. Wir besiegen sie alle. Alle haben eine andere Farbe. Das ist cool, wusste ich gar nicht. Wir haben halt den roten davon schon gekillt. Gekillt vor allem. Besiegt. Deshalb machen wir die anderen beiden jetzt auch noch. Und die Route ist tatsächlich gar nicht mehr so lang, wie ich dachte. Wähle die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto und nimm dich in Acht. Ja, nimm du dich lieber in Acht. Ich bin 10 Jahre alt und bin Champ. Hä? Was willst du jetzt tun? Was willst du tun? Ich besieg dich. Eine sehr unlogische Sache in diesem Spiel. Wir sind zwar Champ geworden, aber Siegfried ist trotzdem Champ. Immer noch. Das verstehe ich nicht. Das war in... Ich glaube, wann war das erste Mal nicht mehr so? Ich glaube, in Gen 7 oder so. War es das allererste Mal, dass dann der Champ wirklich auch weg war. Was halt wirklich fragwürdig ist. Du hast den Champ besiegt. Der sollte eigentlich immer nicht mehr da sein. Weil du ihn unbedingt wieder bekämpfen willst. Dann... Weiß ich nicht, dann kann man da Workaround machen. Dass die Top-Feder noch bleibt. Das ist okay. Da sage ich nichts gegen. Das macht ja auch Sinn, dass wir da sind. Größtenteils. Also sage ich da jetzt nichts gegen. Aber Champ, schon ein bisschen ridiculous. Oh, entschuldige. Entschuldigung, wir versuchen, ob jetzt niemanden mehr zu stören. Hoffe ich für dich. Gott, das wäre auch noch was. Das Ordnungsamt hat unseren Tunnelfahrt zuschütten lassen. Das ängstigt mich. Ja, kein Wunder, dass es von wegen euch ist. Wundert mich rein gar nicht. Flamera. Ja, spul vor. Da hole ich ganz kurz meinen Gyarados raus und dann bist du raus hier. Was, der lebt noch? Du lebst noch! Ruckzucki, bye! Schwemm dich! Dann ist er weg. Ja, nice. Vergib mir! Verwirbelt von einem Brody aus Johto. Johto vor allem, Bike. So, haben wir hier schon geguckt, was es hier gibt? Das Flugblatt ist zerrissen. Es ist nicht mehr lesbar. Ah, okay. Kann man hier rein? Ne, kann man nicht. Es ist verriegelt. Ja, okay, haben wir ja gesagt. Okay! So, und ihr seht schon, wir gehen jetzt wieder zurück nach Safronia City. Aus dem simplen Grund, weil man von hier noch nach oben gehen kann. Das habe ich euch ja bestimmt auch habe ich euch gezeigt? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe euch das gezeigt. Bin mir ziemlich sicher, dass ich das gezeigt habe. Egal, wie auch immer. Ich hatte einfach schon erkundet. Ich gehe noch kurz meine Pokémon heilen. Blablabla. So. Und dann radeln wir nach oben. Wo war das nochmal? Hier? Oder hier? Was steht da drauf? Magnetzug Bahnhof?
Oh, ist der Bahnhof. Der Magnetzug ist in modernster Technik ausgestattet und erreicht durch die Nutzung von Elektrizität und Magneten unglaubliche Geschwindigkeit. Ohne Elektrizität allerdings läuft der halt nicht. Es tut mir leid, aber der Magnetzug ist im Moment nicht in Betrieb. Hm. Okay. Ja, es wird auch schon von allen gesagt, dass wir den fixen müssen. Und das werden wir auch machen. Du kommst aus Johto, nicht wahr? Wie gefällt dir Kanto? Schön hier, oder nicht? Ja, warum nicht? So, und das ist, hi. Die Straße zum Kraftwerk bleibt gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Dauert aber ziemlich lange, bis es gelöst wird. Tunnelfahrt. Azuria City, Urania City. Okidoki. Okidoki. Links und rechts übrigens der gleiche Weg. Gibt's überall nichts. Und hier ist es schon Azuria City. Und anscheinend braucht man keinen Zerschneider, um hier reinzukommen. Okay, das haben die geändert. So, aber ich will ganz kurz hier abspringen. Denn hier ist etwas ganz Besonderes. Yippie, ich spüre einen dunklen Schatten, der über dir schwebt. Benutze dies, um ihn loszuwerden. Schutzband. Ist voll. Dann nicht. Na, warte, wir können ja ganz kurz gucken. Wir haben noch bestimmt Items, die wir benutzen können. Bam, bam. Hier. Calcium. AP Plus. Ja, wüsste ich jetzt die Stats, würde ich die jetzt machen. Ah, ist eigentlich nicht wichtig. So rum. Wisst ihr auf jeden Fall schauen, was man hier bekommen kann. Meine Oma befasst sich mit dem Vertreiben von, wie sie sagt, bösen Geistern. Es tut mir leid, dass sie dich erschreckt hat. Ach, alles gut. Aber ja, hier kriegt man ein Item, was ich glaube gut ist für Geist-Pokémon. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt sowieso nur 4 Geist-Pokémon im ganzen Spiel. Und nur eins davon ist normal, ist einfach nur Geist. Als einzelnen Typen. Die anderen 3 haben Gift noch dazu. Und ihr wisst, glaube ich, alle, welche Pokémon ich meine. Der Markt. Du wirst auf dem Weg zum Cup bei Azuria City viele Trainer treffen. Sie wollen herausfinden, welche Chance sie gegen andere Trainer haben. Ja, so wie alle anderen Trainer halt, ne? Misty ist wahrlich die Einzige, die die Trainer am Cup bei Azuria City besiegen kann. Sicher? Seid ihr euch da sicher? Ja, komm, wir brauchen nichts kaufen. Brauche ich nicht. Nein, no. Die kann man auch sagen. Ich bin ein großer Fan von der Arena-Leiterin in Azuria City. Ihr Name ist Misty. Okay, weil ich es gerade merke. Können wir bitte kurz darüber sprechen, dass man hier lang kann? Hier diese, das ist ja wie so eine Treppe oder so. Oder wie so ein Weg, was auch immer das darstellen soll. Aber warum ist es dann hier ein Zaun, wenn das hier ein Weg sein soll? Oder so eine Treppe? Das war gar keinen Sinn. What were they thinking? Oh, I know. They weren't. Pokémon Arena von Azuria City, Leitung Misty. Die jungenhafte Meerjungfrau. Ist sie hier? Misty! Misty, bist du da? Misty ist nicht da. Schade. Na dann? Dann gehe ich halt einfach bei den Statuen angeln. Geht das noch? Nicht Fahrrad. Angeln einfach. Warum ist sie doch? Ah. In Gen 1 konnte man bei den Statuen angeln. Ich wollte das gerade nachmachen, aber es geht leider nicht mehr. Aber ich glaube, was man machen kann, ist trotzdem hier angeln. Ja, man kann hier trotzdem angeln. Hier kann man trotzdem angeln. Lustig. Azuria City, umgeben von einer mystischen blauen Aura. Kann ich sehen. Mein Namus und ich sind ein unschlagbares Team. Namus, mach deine Konfusion vor! Lara! Da bin ich angerufen. Was denn? Mein Gott, ich bin's, Nepomuk. Ich warte immer noch auf dich im Turm. Ja, ich komme aber nicht. Lass mich in Ruhe. Yara. Okay, warum sagt der Yara? Was heißt das? Hier ist eine Nachricht. Der Fahrradladen ist jetzt in Johto, in Dukata City. Oh, der ist umgezogen. Abgeschlossen. Hier ist gar keiner mehr. Schade. Makes me sad. Das Kraftwerk von Kanto befindet sich am Ende von Route 9. Es muss dort einen Störfall gegeben haben. Ja, da müssen wir hin. Dann müsst ihr es nicht da. Wie kriege ich jetzt noch einen Orden?
Mit einer Geschwindigkeit von über 550 km/h reißt der Magnetzug in 0, nichts zwischen Kanto und Johto hin und her. Dadurch ist jetzt Johto ganz nah. Route 9 führt nach Osten. Das Kraftwerk liegt an ihrem Ende. Okay, okay. Vor allem, das Haus ist richtig lang. Und dann? Nö, es ist einfach nur hoch. Ja, hier sind auch oben hoch. Mein Mann ist glücklich mit den Pokémon, die er im Tausch erhalten hat. Och, ich bin so glücklich. Gamu, Gamu, Gamu. Okay. Okay. Oh. Okay. Oh. Oh. Und jetzt können wir nicht. Ich kann dir mal ganz kurz zeigen. Man kann ja nicht nach links lang. Hier geht's eigentlich nach Marmoria City und da können wir hier alles erreichen, was da links ist, was wir noch gar nicht gemacht haben. Warum mache ich das nicht von Anfang an? Das Problem ist, geht nicht. Es geht nicht. Das Einzige, was man hier hat, ist Gras. Ja, jetzt sind ja wilde Pokémon. Mehr ist ja nichts. Man kommt hier nicht lang. Das ist ein Rückweg zu Azuria City. War schon immer so und wird sich nicht ändern. So, okay. Rein da. Sammelst du Ohren der Pokémon-Arena von Kanto? Ja, warum fragst du? Nur so, okay. Ein Haus ohne Türen. Diesem Architekten muss man jetzt Kopf ins Hirn geschissen haben. Hier ist eine Nachricht. Stoppt die Kriminalität und macht aus dieser Stadt einen Ort, an dem man sicher ist und gerne lebt. Und uns einfach mal zur City. Ja, ist eine Anspielung. Weil... Oh, das haben die weggemacht. Cool. War ein Loch eigentlich. Ich habe gehört, dass ein zwielichtiger Typ herumschleichen soll. Ich werde dich stillhalten, wenn sich herausstellt, dass er ein Dieb ist. Wir wurden von Räubern aufgehalten. Mhm. Das war aber vor 3 Jahren, das wisst ihr. Schon vergessen. Habe ich mit dem geredet? Am Kap im Norden treffen sich viele Pärchen. Gerade Mädchen gehen dort gerne hin. Natürlich jetzt kein Problem mit ein paar Mädchen abzuhängen beim Cup. Also wenn wir noch ein bisschen sind und gerne noch ein bisschen Zeit haben, krieg ich da mal kurz hin. Aber was ist denn hier links? Das ist neu irgendwie. Hier soll es mal eine Höhle gegeben haben, in der mächtige und grässliche Pokémon gehaust haben. Gibt's sie nicht mehr? Was? Hm? Ach ja? Mein Detektor schlägt aus! Was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Okay. Keine Ahnung, ich bin gerade verwirrt. Was meint der? Kappa, jetzt zu Restitiv aus. Okay. Rechts ist nun abgekürzt nach zurück. Und hier ist die Brücke. Die berühmte Nugget-Brücke. Die jetzt leer ist. Hier waren eigentlich zigtausend Trainer, aber die sind weg. Okay. So, ich will ganz kurz hier nachgucken, ob man hier überhaupt noch lang kann. Also der Weg existiert. Schauen wir mal ganz kurz nach, ob es die Höhle überhaupt noch gibt. Hi Goldini. Gibt es die Höhle noch? Sieht nicht gut aus. Obwohl doch, die ist... Ernsthaft jetzt? Die Höhle ist weg? Die Höhle gibt es nicht mehr? Echt jetzt? Was meint er mit Detektor schlägt aus? Ist hier vielleicht ein Item irgendwo? Hier ist nichts. Nö, okay. Haben die removed. Finde ich jetzt nicht wirklich ganz so gut. Ich meine, er hätte die Höhle ja zumindest auch da lassen können für Erkundungen. Du kannst ein paar Items verstecken. Es gibt ja auch einen Ort in Johto, den ich nicht gemacht habe, die ich wahrscheinlich auch nicht machen werde. Da gibt es halt ein paar Items mit einem Wasserfall. Das ist in der Nähe von Mahagunya City. Die habe ich nicht gemacht. Braucht halt nicht. Ist halt optional. Habe ich keine Lust zu gehabt. Mike findet Trank, aber Mike hat keinen Platz. Ja, so ein billiger Trank brauche ich nicht. Und hier sind die ganzen Trainer. Besiege alle 6 Trainer und du erhältst einen wunderbaren Preis. Glaubst du, du hast das Zeug dazu? Okay, dann haben die anscheinend die Nuggetbrücke verändert. Dass die Trainer jetzt hier auf dem Weg sind und nicht auf der Nuggetbrücke. Habe ich nichts gegen.
mache ich die alle im 0,nix fertig. Ja, komm, den krieg ich auch ohne mein Feuer-Pokémon down. Ich muss kurz ein bisschen vorspulen, weil ich am Schlafen bin, der nicht einfach nicht aufwacht. Wie lange hat er jetzt am Schlafen? Wie lange ist er jetzt am Schlafen gewesen? Wie 5 Runden oder so? Was ist das? Warte, Mondschein gab es damals schon auf Gen 2? Als ob es Mondschein schon Gen 2 gab, das wusste ich nicht. Ich dachte, Mondschein ist so ein Gen 3-4 Ding. Okay. Oh, okidoki. Wow, gut gemacht. Ich gab mein Bestes. Ich hab mir nichts vorzuwerfen. Na dann. Wen müssen wir denn leveln? Das sind alle eigentlich ziemlich gleich. Von daher ist es eigentlich egal. I guess. Ich bin Nummer 2. Jetzt wird es ernst. Nur weil du ein Mädchen bist, glaube ich nicht, dass es ernst wird. Verena. Mit einem Kno. Oh, der Sprite ist so süß. Knuddeluff. Okay, ich liebe diesen Sprite. Der ist voll süß. Nur sieht so aus, als würde es weinen schon fast. Aber nur fast. Süß. Ja, Kratzer, der Guess. Wo Spukbar könnte. Na, es ist Typ normal. Spukbar ist Typ Geist. Macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Dann geht das nur daneben. Knuddeluff nehme ich vor Gen 6. Noch Typ normal. Jetzt ist ja fee. Aber damals. Alter! Fünfmal? Ja, wow. So viel Pech. Ach, hau einfach ab. Denke mir dir. Will ich nicht mehr sehen. Ich krieg nicht mal ein Level ab dafür. Granbull. Ist ein cooles Pokémon. I like it, aber. Muss abhauen! No, wir beißen uns jetzt gegenseitig. Schon das Chibi-Sprite von Granbull, by the way. Oh, Brüller. Okay. Dann, beschleunigen wir das Ganze mal. Vor allem die Pokémon hier sind noch 10 Level unter unseren. Okay, nochmal Brüller. Möchte noch einen anderen Gegner haben. Okay. Wenn du unbedingt jemand anderen zu kämpfen willst, ist es doch geil. Er stirbt einfach nicht. Er stirbt einfach nicht. Oh, leck mich ab. Aua, weg mit dir. Ich sock dich weg. Okay. Und wir kriegen in dieser Folge leider keine Arena mehr, aber 100%ig in der nächsten Folge. Ich kann dich nur verlieren. Ich habe alles gegeben. Ich kann mir nichts vorwerfen. Und hier ist das Labyrinth. Ich bin Nummer 3. Das wird nicht leicht. Doch. Das wird sogar leichter als du denkst, mein Freund. Das wird super easy peasy. Lemon squeezy. Deo deo. Ein Tangela. Typ Pflanze. Gift. Soweit ich weiß. Falls ich mich richtig erinnere. Und das macht, deswegen macht Damage. Das mag ich nicht. Und deshalb muss das jetzt abgekühlt werden. Danke, Nieb. Ach komm, sei leise. Flammrad! Damit bist du down. Bye. Melly Level 43! Cool. Noch ein. Oh, Aquana. Aquana, Aquana. Na, da haben wir ein perfektes Pokémon für. Perfekt Pokémon für. Einer Hand wie Donnerschlag! Und dann ist es weg. Bye! Okay. Oh, vermöbelt! Ich habe keine Möbel mehr. Ich habe alles gegeben. Ich kann mir nichts vorwerfen. Hat er das exakt gleiche gesagt wie sie? Alles gegeben, ich kann mir nichts vorwerfen. Ich habe alles gegeben, ich kann mir nichts vorwerfen. Also wenn der Nächste das auch sagt, ist das irgendwie ein Running Gag, den ich nicht verstehe. Oh, oh, hier sind zwei. Der Vierte! Bist du müde? Der Vierte? Besonders sie. Müsste es nicht heißen, die Vierte?
könnte ja gar nicht richtig gendern, Adriane. Oder Adrienne. Keine Ahnung. Das geht aber nicht. Klar, hier. Das müssen wir jetzt ganz schnell fertig machen, obwohl ich vergiftet bin. Verdammt. Okay, ich packe einfach die richtigen Pokémon immer rein. So, Bluebella. Ja, da können wir ein bisschen den hier machen. Ach, ich hab verloren. Und dann haben wir auch noch. Okay, Nummer 5. Ich zermalme dich. Nein. You want to eat? Nein, nein. Dun, 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 dun. Der Ansgar. Was hat denn der Ansgar? Ein Nidoking. Oh. Impressive. Das gebe ich dir. Das ist impressive. Aber ich glaube, du wirst mich trotzdem nicht besiegen können. Selbst wenn ich jetzt meinen U-Boot reinschicke. Komm. Ja, Challenge. Am Ende des, der Folge noch eine Challenge. Das ist Giftboden. Das Nidoking. Psychokinese. Ding, 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 ding. Ich muss jetzt richtig viel Damage machen. One hit? Wow, Ovo, du bist stark. Nice. Okay, ich dachte, das wäre viel schwerer. Cool. Uff, zu stark. Ich gab mein Bestes. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich gab mein Bestes. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich gab mein Bestes. Ich habe mir nichts vorzuwerfen.